Ja. Und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Hier haben wir FIFA 18, meine Freunde. Wir starten jetzt hier mal die Spielerkarriere. Haben auch noch ein kleines, ab und zu gibt es auch noch ein kleines Ultimate Team Battle, wo mir auch okay eure Spieler, wo ihr im Team haben wollt, könnt ihr unten einfach in die Kommentare reinposten, dann werde ich schauen, dass wir die kaufen können. Und dann starten wir jetzt mal hier, Ladebildschirm, die Karriere, meine Freunde. Natürlich startet man die Karriere nicht als Epiphonie, natürlich nicht ich persönlich, sondern der liebe Herr George Cookie. Boah, zweite Liga. Jan Regensburg, natürlich. Ja, mach mal als Anfänger, komm. Mülde, ja. Braucht natürlich ein gutes Stadion, ne? 24.000 Zuschauer, komm. Pff, das ist nix für uns. Wo haben wir hier was Schönes? 55.000? Mhm. 68.000. Ja, okay. Like. 68.000. Hauen wir uns mal rein. Anwenden. Und beenden, oder? Ja, okay. Anwenden und beenden. Okay. Weiter. Das haben wir deaktiviert. Fans im Sommer deaktivieren. Ne, kann ausbleiben, oder? Ja, glaub schon. Keine Ahnung. Wenn, dann klärt mich in die Kommentare auf, dann startet man neue Karriere. Die mache ich dann offscreen, aber dann seid ihr beim gleichen Stand wie jetzt. So, aktuell gerade heruntergeladen. Okay, cool. Erstelle deinen Pro. Er heißt Gregor. Gregor. Ne, George war's. Ja. George schreibt's eigentlich. Ne, nimm mal Georg. Georg Cookie? Ne, klingt beschissen. Nimm. Den Namen kann man jetzt nicht mehr ändern dann, ne? Wie wär's mit William Cookie? Also. Ne, William Cookie klingt auch gut. Klingt zwar gut, aber ne. Fabian Cookie. Ne, ich war. Ja doch, Fabian Cookie. Den nehme ich jetzt. Oh fuck. Bin schon wieder zu weit. Ja, okay, es ist ja auch 8 Uhr morgens, ne? Fabian. Natürlich. Ihr wundert euch, warum ich Cookie. Ihr werdet euch gleich wundern, warum ich Cookie nicht so schreibe, aber. Cookie mir CO schreibt, sondern ja, wird so geschrieben. Unser Cookie wird so geschrieben. Cookie. Alias Cookie. Nicht mal ein Kommentatorname. Da schauen wir uns mal den ersten Kommentator an. Was. Schau mal, vielleicht gibt es ja einen Cook. Cook. Warte. Ach, hört sich doch, wir haben irgendeinen genommen, ne? Falsch auch. Capoe. Capoe, ne. Carrick. Colca. Cavani. Chandler. Chiellini. Colocini. Compea. Crescito. Caceres. Coluca. Das war's. Es gibt keinen Cookie hier. Mit C gibt's keinen Cookie, ne? Nicht mal mit Fabian, ne? Schauen wir mal, was wir bei K haben. Kabul. Was war das? Keine, okay. Cutlets. Kagawa. Kalu. Kazaev. Keita. Kerzhakov. Kedira. Kiesling. Kier. Klavan. Klose. Ohne Hose. Kolarov. Kompanie. Konko. Kone. Kondeli. Groß. Krychowiak.
Kuzmanovic. Quist. Das war's. Es gibt kein Kugi. Wie lassen wir dann nennen? Taski. Terodde. Toivonen. Topal. Torosidis. Toulalon. Touré. Tosic. Tresch. Nee. Tevez. Gibt's einen mit Chaka. Chaka. Hey, komm. Wenn dann Chaka. Cookie steht auf dem Trikot, die Nummer 9. Ach, wann haben wir Geburtstag? Wann lassen wir den Geburtstag kommen? Machen wir, Oktober. Am 26. Oktober. Fertig und kommen wir gleich wieder. Wir sehen uns gleich wieder. Weil ich muss jetzt schnell mal noch nach meinen lieben Katzen gucken. Bis gleich. So, da sind wir wieder und ja, es hat so weit geladen, dass wir schon in der Zentrale sind, in der Spielerkarrierezentrale. Und wir haben schon mal eine Mail von unserem Trainer. Was will denn unser Trainer? Willkommen zur neuen Saison, bla bla bla. Trainer deines Vereins, ja schön. Unsere Saisonziele anzeigen, ja. Immer unsere Spielerbewertung zwischen, also bei 6,0. 5 Tore sollen wir erzielen. Mindestens 5 Tore für die, bereite mindestens 5 Tore für die Mannschaft vor und erreiche mindestens Tor und Torversuch, du irgendwo so eine Quote von 10%. Ja, das machen wir. Und Zentrale, da haben wir auch schon unser erstes Spiel, denke ich. Saisonvorbereitung, bla bla bla, die News. Wenn es wichtige sind, dann lese ich sie durch. Wenn nicht sind, unser erstes Spiel. Wir stehen in der Startelf. Unser lieber Kogi. Fangen wir mal an. Natürlich spielen wir nur mit unserem Charakter. Ich als Trikot spielen. Was haben die noch? Rot oder Weiß? Ja komm, wir spielen Rot-Weiß gegen Schwarz. Schwarz-Weiß. Und natürlich nur mit unserem Kogi spielen wir. Neben dem ganzen Team. Und ich werde auch das Spiel dann nicht mehr anschauen. Entschuldigung, meine Stimme kackt ab fast. Weil man kann sich's aussuchen. Wenn man die Ding sag, ausgewechselt wird, dann kann man aussuchen, Spiel anschauen, Spiel simulieren oder mit der ganzen Mannschaft spielen. Und ja, ich werde wahrscheinlich eher nur mit mir spielen und den Rest simuliere ich euch, dann geht es schneller. Und dann fangen wir mal an hier. Saisonvorbereitung. Ach komm. Wir springen. Wir wollen Fußball spielen. Wir wollen spielen. Und jetzt. Geht los im Turnier. Das erste Gruppenspiel steht an. Ich bin gespannt, wie Sie sich heute präsentieren. Wir dürfen natürlich nicht erwarten, dass hier mitten in der Vorbereitung schon alles wie geschnitten Brot läuft. Unser Buschi. Wenn ich hier im Stadio Olimpico bin, dann sehe ich immer noch den Kaiser vor mir, wie er alleine durch die römische Nacht wandert. Unvergessene Bilder, WM-Finale 90, der große Triumph, der stille Jubel, ich werde es nie vergessen. Kommen wir noch zum Unparteiischen, das ist heute in diesem Spiel Alvaro Allgate. So, damit hat uns auch unser lieber Buschi und Wolfgang Fuß haben uns hier willkommen geheißen. Unsere Kommentatoren, die wohl auch das Spiel über begleiten werden, Frank Buschmann und Wolfgang Fuß, die natürlich auch Real-Life-Kommentatoren sind. Und das sind die Aufstellung von den anderen und jetzt... Und jetzt kann die Gruppenphase endlich starten. Jetzt gilt es, einen guten Start zu schaffen. Wird's jetzt gefährlich? Chaka. Scheiße. Chaka. Chaka, immer alles jetzt mit. Chaka!
guter Schuss, ganz knapp. Fuck, ich habe den Spieler nicht ganz fertig gemacht. Scheiße. Scheiße, der ist ja normal. Und der Ball wird weitergeleitet. Ich wollte mit euch eigentlich noch weitermachen, eigentlich. Scheiße. Egal. Ich teile heute auch standardmäßig aus. Ich Standardspieler. Wir werden dann noch schnell dann durch nach dem Spiel die Frisur von Cookie bearbeiten. Und jetzt die Chance. So wird das. Da ist er! Der erste Treffer in diesem Spiel. Ich nicht den ersten Treffer, aber. Ja, 6 Minuten hat es gedauert und schon haben wir das erste Tor. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. So, hier durchrennen. Natürlich spielen wir das auf der PS. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Großartige Aktion vom Abwehrspieler. Da rettet er in letzter Sekunde. Ich war mir so sicher, dass das ein Tor wird. Klasse Reaktion. Ja, es wird auch ein Tor. Jetzt vielleicht. Jetzt. Oh, wieder Tor. Und wer war es? Unser Cookie. Jawohl, schönes Ding vom Cookie. Schauen wir uns gleich mal in der Wiederholung an. Da dürfte der Trainer bedient sein. Sie haben zweimal nicht aufgepasst und beide Male kassieren sie ein Tor. So machst du dir in wenigen Minuten ein ganzes Spiel kaputt. Aber auch zwei richtig gute Angriffe, das darf man nicht unterschlagen. Jetzt steht es 2:0, das dürfte ihnen Ruhe geben. Ruhe? Ruhe, was ist das? Alexander Nanzig. Das ist natürlich die Originalaufstellung von Jan. Und warum ich jetzt den Jan ausgewählt habe, ist der ja ganz, ist er ganz klar. Der Ball kommt zum Mitspieler. Wie macht er den ich denn rein? Ich bin der Bayer. Ich kann in der Nähe vom Ringsburg sehen. Also, mein Verein spätestens Ringsburg. Jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Ich würde doch gerne die Fanhöre weiter vorholen. Marco Grüttner. Chaka. Nicht Spaß, aber es ist mal ganz was anderes, weil es geht nicht nur GTA zu zocken, sondern FIFA und Cookie. Einfach Cookie, der ist einfach Top-Stürmer, ne? Sowas braucht er ja. Auch im Real Life, aber ja, im Real Life hat er. Und da macht er sein zweites Tor. Ich gucke mal, wenn er hier nochmal dieser Treffer. Eine einseitige Angelegenheit. Das so. Drückt auch das Ergebnis aus. Ja, Ringsburg ist auf. Ja, Knoll. Tabelle. Wir sind auf 6. Platz der Jahre. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. So, 6. Platz. Schauen wir mal Real Life an, hier bei FIFA. Den Ball an holt er sich vollkommen problemlos. Tabelle rankommen. Oder auch mir. Vielleicht sind wir die Real Life Tabelle. Er steht gut und hat den Ball. Und nun. Oh, ich hab den Ball. Ups, ich bin mit. Chaka. Boom, boom. Und jetzt die Chance. Gute Aktion vom Torhüter. Oh Mann. Gute Parade! Ich stehe wieder im Abseits. Gleich gerät. Und jetzt. Doch, guck mal die Kugel. Souverän, er hat den Ball. Marc Leis. Marco Grüttner. Chaka. Jetzt schießt er! Und da ist das Tor! Sui. Macht er ganz bittere Nummer mittlerweile. Nee. Jetzt steht 5:0. Bitter 5:0. So bitter eigentlich. Chaka.
diese Zackermanne. Jetzt vielleicht. Er ist noch ein. Das ist eigentlich für ein Teammitglied von uns. Und auch hier ist er zur Stelle. Jetzt Kopie, hält er den Ball fest. Der Kopie 5. Marco Grüttner. Und jetzt die Chance. Den Ball hält er gut. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Die Folge wird heute kleine Überlänge. Das erste Folge ist gut. Da verlängert er den Ball. Chaka. Jetzt vielleicht. Sehr gut reingespielt. Was ist das für ein Lieber? Gut und fair, das Tackling. Und jetzt die Chance. Was eine Chance. Latte. Das Latte, ist der Latte, dann mit der Latte. Das war dann am Ende doch quasi Formsache für ihn, oder? Ja, natürlich haben sie in der Klasse freigespielt, aber trotzdem, du musst ihn halt auch reinmachen. 6-0. Einbahnstraßenfußball ist das heute. Das ist auch Einbahnstraße. Jetzt vielleicht. Da passt der Torhüter auf. Da kriegen wir vielleicht die erste Auszeichnung. Und die Situation geklärt. Vives. Was ist da irgendwie? Weiter geht es mit einem Einwurf. Nee. Jetzt gucken wir nochmal drauf, auf die Zeitlupe. Ein sensationelles Tor. Da kann man nicht meckern. Das ist sensationell gewesen. Muss Einwurf geben. Bitte, bitte, bitte. Okay, bestimmt 5. Liga oder so. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Nee, jetzt. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Ich hätte ihn eigentlich fahren lassen. Bitte kommt er auch nicht. Wenn das Video auch nicht kommt. Da geht er gut in den Zweikampf. Wird das jetzt gleich dann schneiden? Chaka. Ich werde jetzt auch nicht das gleich sehen. Das Spiel läuft alles andere als erwartet. Also, jetzt ist Pause. Cookie, mal sehen, wie es dann weitergeht. Cookie. Das war eine einseitige Geschichte bislang, oder Buschi? Kann man so sagen. Sie liegen klar vorne und wenn sie so weiterspielen, dann brennt nichts mehr an. Es wird auch nichts mehr anbrennen, Leute. Dafür sind wir einfach zu gut. Spiel fortsetzen natürlich gleich. Und weiter geht's. Durchgang 2 in diesem Gruppenspiel im European Continental Turnier. Und jetzt die Chance. Tackle, ja! Drin! Tor! Die Latte gehämmert. Der war schon unter die Latte. Schön, schönes Ding. Hier sehen wir doch mal, wie er den Ball unter die Latte zimmert. Unwiderstehlich und vor allem unhaltbar. Da ist nichts zu machen. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Ja, die haben immer die gleichen Kommentatoren drauf zwar, aber wenn es euch nervt, ich kann es auch nicht. Schießt er ihn rein! Latte, aber die Chance lebt noch! Marco Grüttner. Super gemacht, mit der Hacke! Okay, komm, 7 Tore reichen. Ich laufe jetzt so viel, dass mein Cookie auswechselt. Und jetzt haben sie den Ball. So. Jetzt einfach in die Kommentare rein. Es ist Bewegung auf der Bank. Gleich kommt es zum Wechsel. Bei der nächsten Unterbrechung wird der neue Mann kommen. Ja, der neue Mann. So. So, Cookie kommt. Auf. Jetzt vielleicht. Auf. Da ist er drin, ein tolles Tor! Und den haben wir da auch wieder rein. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Chaka. Schlecht verteidigt und jetzt die Chance. Da passt der Klasse auf. Also wenn ich zu Tuff rennen kann, bitte. Unser
ein Hit. Und jetzt der Schuss. Da macht er ihn rein. Er ist reingehauen. Unser Ronny ist gerade angekommen. Die beiden scheinen sich ja blind zu verstehen. Flanke, Abnahme, drin das Ding. Ein Angriff wie geht aus einem Guss. Sehr effizient und sehr schön anzusehen. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Was ist denn zurückschlagen bei 9-0, ne? Freistoß. Ja, komm, Freistoß. Komm weg. Marco Grüttner. Oh. Den Ball kann er abfangen. Das war knapp. Wird das jetzt gefährlich? Da liegt ein Spieler am Boden. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist es irgendwas Muskuläres. Nein, das ist Cookie. Das Cookie ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Ja, das war abseits. Und wechseln Sie jetzt den Cookie aus. Ja. Er muss gleich in seinem ersten Spiel verletzungsbedingt runter. Das ist das bitter. Ist bitter für Cookie. Und damit simulieren wir auch das Ganze. 9-0 haben wir mit erreicht. Und es ist 11-0 für Regensburg ausgegangen. Leck mich am Arsch. Wer war Player of the Game? Das sehen wir ja gleich. Im Debütspiel für den Jan. Zukunft beim TV Jan. Das ist aus. Okay. Der hat uns einfach auf die... Der Jan will uns loswerden. Ich als bester Mann für den Jan. Alles klar. Und damit endet auch die heutige Folge, ne? Und wir sehen uns dann bearbeitet. Unser Charakter ist dann nicht mehr so, sondern neu. Welcher steuert euch einen neuen Charakter, da wo ich alles nochmal schnell mache. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder mit dem Cookie. Also nicht mit dem Cookie von GTA, der ist nicht dabei leider im Live-Chat, sondern ich spiele mit dem Fabian Cookie. Bis zum nächsten Mal. Liken und abonnieren nicht vergessen, wenn euch die Folge gefallen hat. Und rein.